Wir stehen hier vor der Elbphilharmonie, weil die für uns das Symbol dafür ist, dass die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums in dieser Stadt falsch ist. Und wir gehen von hier zur Finanzbehörde, weil dort die Verantwortlichen dafür sitzen. Wir glauben, dass diese ganzen Kürzungen, die zurzeit beschlossen werden, nicht erforderlich sind, wenn man andererseits dafür sorgen würde, dass diejenigen, die Steuern zahlen müssten, als große Vermögende, wenn die auch die Steuern zahlen würden. Der Senat hat gerade 6 zusätzliche Betriebsprüfer versprochen, wo jeder 1 Million generieren soll. Fragt man sich, warum sie nicht 20 oder 200 zusätzliche Betriebsprüfer anstellen würden, damit nicht die Kürzungen beim Schauspielhaus, bei der Schließung des Altonaer Museums, im sozialen Bereich, in vielen anderen Bereichen erfolgen müssen. Dagegen wollen wir protestieren und diesen Protest hier mitten durch die Stadt zum Ausdruck bringen. 11 Millionen, die werden jetzt verbrannt. Und jeder, der 11 Millionen hat, kann ja nach vorne kommen und sie in das Feuer stecken. Das ist symbolisch. Die Geldverbrennung, die Stadt mit der Elbphilharmonie macht, denn eigentlich brauchen wir das Geld für ganz andere Sachen als das Schauen hier. Wir brauchen das Geld, um diese Kürzungen zu verhindern, wie wir sie in der Kulturpolitik machen. Mehr Scheine brauchen wir. So, und dann? So, und dann alle mal vorne weg. Wir hinschauen. Ihr müsst jetzt alle mal hier hinschauen. Genau. Wir hinschauen, zu mir schauen. Zu mir schauen, hallo. Guck mal alle zu mir. Hallo, wir wollen doch keine Ihr habt bestimmt gelesen, dass diese Elbphilharmonie ursprünglich mal 130 Millionen kosten sollte. Dass sie mittlerweile bei 323 Millionen sind. Und dass wir davon ausgehen müssen, dass es auch mehr als 400 Millionen werden. Hier in dieser Elbphilharmonie hat es 4.400 Baumängel gegeben. Und die Honorare für die Architekten, die sind gebunden an die Zeit, wie lange das dauert. Ursprünglich sollten die Architekten hier 37 Millionen verdienen. Jetzt dauert das länger und sie verdienen jetzt 58 Millionen. Das ist doch toll für die Architekten, aber schlecht für uns. Denn diese Millionen, die fehlen im Hamburger Haushalt für die kulturellen, für die sozialen, für die Bildungsprojekte. Dort soll gespart werden. Und das akzeptieren wir nicht. Und deswegen stehen wir hier und deswegen machen wir diese Menschenkette. Und die ganzen Kameraleute von den Medien, die hier sind, da freuen wir uns drüber, weil das ist das Fenster, mit dem diejenigen, die nicht hier sind, auch sehen können, was hier passiert. Und denen habe ich gesagt, hier diese Elbphilharmonie, hier ist das Symbol für die falsche Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums in dieser Stadt. Und wir gehen jetzt zur Finanzbehörde und da sitzen die für diese falsche Verteilung verantwortlich sind. Darum diese Menschenkette, die jetzt um 17 Uhr quer durch die ganze Innenstadt zustande gekommen ist. Und wir werden jetzt hier losgehen mit der Trümmertruppe an der Spitze und alle einsammeln. Wir gehen immer an Ihnen vorbei und ich werde Ihnen sagen, dass ich Sie bitte, sich hinten einzureihen. Und so gehen wir jetzt durch bis zum Gänsemarkt und nehmen alle mit. Die hier vorne sind, die werden alle sehen können und immer wenn wir dran vorbei sind, dann sollen sie sich hinten einreihen. So funktioniert das jetzt und deswegen geht es jetzt los. Wo ist die Trommlergruppe? Von vorne. Hier rein.
uns jetzt hinter der Trommlergruppe ein und dann geht die Demonstration los. Der Mega ist lauter. Ja. Die Herbstkampagne des DGBs, seiner Gewerkschaften und der Bündnispartnerinnen und Partner wird fortgesetzt. Am 30.10., heute in einem Monat, ruft die IG Metall im Hafen auf um 10 Uhr an einem Samstag zu einer Großkundgebung. Da geht es um die Probleme mit Leiharbeit und prekärer Beschäftigung. Am 30.10. im Hafen. Am 4.11. findet der Höhepunkt der Protestkundgebungen statt. In der Alsterdorfer Sporthalle. Am 4. November um 17 Uhr Alsterdorfer Sporthalle. Es spricht Frank Zierske, der Vorsitzende von Verdi, und wir haben ein tolles Kulturprogramm. Ihr werdet darüber noch mehr hören. Und zum Schluss ein Schmankerl: am 10. November wird Günter Wallraff Hamburg besuchen und aus seiner Erlebniszeit als Undercover-Agent im Bereich prekäre Beschäftigung berichten. Am 10. November im Politbüro. Und jetzt, ganz am Schluss, gibt's nochmal richtig Musik. Hört zu und denkt daran, gerecht geht's.